Nikolaus war da! Schaut mal, ich habe eine neue Puppe bekommen! Ich liebe Nikolausplätzchen, das sind die allerbesten! Weißt du noch, Lena, als wir die selbst gebacken haben? Oh ja, das war vielleicht ein Chaos in der Backstube der Wichtel. Mira, ich glaube, wir sind in der Weihnachtswelt. Komm, Mira, das müssen wir uns mal genauer ansehen. Wow, wie schön! Hey, wer seid ihr denn? Ihr seid auf jeden Fall keine Wichtel. Was macht ihr hier? Mira, guck mal! Ein echter Wichtel! Natürlich, und ihr beiden kommt jetzt mit zum Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, hier sind zwei Kinder durch die Höhle gekommen. Was machen wir denn jetzt mit denen? Ho, 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 ihr seid doch Lena und Mira Kägi, stimmt's? Wow, der Nikolaus kennt unseren Namen! Natürlich, sonst weiß er doch gar nicht, wo wir wohnen und könnte unsere Geschenke nicht ausliefern. Sagt mal, wie seid ihr denn hierher gekommen? Wir haben eine Höhle gefunden im Wald. Und dann sind wir durch einen engen Gang gekrochen und sind hier gelandet. Und was machen wir jetzt? Was, wenn sie die Höhlen alle zeigen? Dann ist die Weihnachtswelt aufgeflogen. Hört mal zu, ihr beiden. Ihr dürft diesen Gang niemandem zeigen. Sonst existiert in ein paar Jahren die Welt nicht mehr. Und das wäre total katastrophal. Dann würde es kein Weihnachten mehr geben. Natürlich nicht. Wir zeigen den Geheimgang niemandem. Es ist toll hier. Und du, Niklas, gehst jetzt bitte wieder Geschenke aufladen. Warum muss ich den Schlitten beladen und Bente und Fee dürfen eine Schneeballschlacht veranstalten? Was? Bente und Fee machen schon wieder eine Schneeballschlacht? Das gibt's doch nicht. In 3 Stunden muss ich los und wir sind hier noch gar nirgends. So funktioniert das doch hier gar nicht. Weihnachtsmann, wir müssen uns beeilen. Das stimmt, Christkind. Hol bitte mal alle Wichtel her. Wir brauchen eine Versammlung. Mann, und nachher, Fee, mache ich dich fertig in der Schneeballschlacht. Nein, nichts mit Schneeballschlachten, Schneemänner bauen und Schlitteln. Wir müssen uns beeilen. Weihnachtsmann, wer sind diese beiden Kinder da? Das hier sind Lena und Mira. Sie haben unseren Geheimgang gefunden. Was? Das gibt's doch nicht. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Oh oh. Und die beiden werden uns helfen, den Nikolaustag zu retten. Denn mit euch kommen wir nirgends hin. Ihr müsst arbeiten und nachher Vergnügen. Aber zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also, Lasse und Ike, ihr geht jetzt bitte den Schlitten beladen. Fee und Bente, ihr geht mit Lena in die Backstube und backt noch eine ordentliche Portion Plätzchen. Oh, cool. Okay, dann komm mal mit, Lena. Wir zeigen dir alles. Und du, Niklas, du machst die Rentiere breit und Mira hilft dir dabei. Cool, ich kann zu den Rentieren. Ich liebe Tiere. Okay, dann komm mal mit, Mira. Da hinten stehen Rudolf und Donald. Und wir, Weihnachtsmann, wir machen nochmal seine genaue Besprechung von heute Abend. Oh ja, das ist eine gute Idee, Christkind. Komm. Also, das ist unsere Backstube. Wir müssen uns etwas beeilen. Wir brauchen noch ziemlich viele Plätzchen. Wir stellen hier Lebkuchen, Plätzchen und ganz viele andere Sachen her. Und du, Lena, du machst jetzt bitte ganz viele Blechplätzchen. Was? Ich darf die berühmten Nikolausplätzchen backen?
Genau. Das Rezept geben wir dir gleich. Die Zutaten liegen alle schon irgendwo hier rum. Du musst sie halt suchen. Okay, ist ziemlich chaotisch bei euch. Also Mira, das hier ist Donner. Und da drüben am Haus vom Christkind, da steht Rudolf. Wow, der echte Rudolf? Natürlich der echte Rudolf. Und jetzt füttern wir sie mit Möhren. Ich hole Möhren und dann zeige ich es dir zuerst bei Donner. Oh, cool. Also, du hältst die Möhre einfach hin und das Rentier isst sie dann von selber. Du führst sie noch etwas vor und dann macht's zack und schon fertig. Du kannst das Ganze jetzt bei Rudolf ausprobieren. Er frisst ziemlich gut. Hui, Rudolf, du hast aber ein großes Maul und schnell frisst du auch. Mhm, und jetzt putzen wir die Rentiere. Ich hole Striegel. Also Mira, du machst einfach immer ganz große Kreisbewegungen, dass aller Dreck rauskommt. Das macht Spaß! So, das nächste Blechplättchen ist fertig. Ich muss mir das Rezept unbedingt merken, um zu Hause nachzumachen. So, nun fehlt nur noch die Zauberzutat obendrauf. Zauberzutat? Was ist das denn? Hast du gar noch nicht gemerkt, dass es eigentlich ganz normale Plätzchen sind? Doch schon, aber die von euch schmecken immer ganz besonders und sind am leckersten. Genau, und das liegt am Zuckerguss unserer Zauberzutat obendrauf. Die gibt's nur hier. Ich hole gleich das Fläschchen und dann kannst du sie damit bestreichen. Oh Mann, das heißt, ich kann diese Plätzchen zu Hause gar nicht nachmachen? Nein, das geht nicht. Das kann man nur hier in der Weihnachtswelt. Oh, schade. So, ich habe Donner jetzt fertig angespannt und kontrolliere gleich noch bei dir, Mira. Ich hoffe, ich habe Rudolf richtig angespannt, aber das sieht ganz gut aus. Oh ja, das ist ganz gut für dein erstes Mal. Hast du das schon mal gemacht? Hihi, nein, eigentlich nicht. So, das nächste Blech ist fertig. Wichtel, in 10 Minuten ist Abflug. Beeilt euch also bitte etwas mit dem Einpacken der Plätzchen. Was? In 10 Minuten? Wir haben doch noch gar nichts eingepackt, was wir gemacht haben. Das geht ganz schnell. Die Wichtel haben darin Übung. Schön und gut, aber in 10 Minuten kann man das gar nicht schaffen. Dann pass mal auf, Lena. Wir sind gut im Einpacken. So, jetzt ist alles eingepackt und wir können rausgehen, denn gleich ist der Abflug. Nein, Fee, du hast da noch ein Lebkuchenherz um den Hals. Ach das, das ist für dich, Lena. Danke, dass du uns geholfen hast. Das war eine sehr große Hilfe. Was, das ist für mich? Vielen Dank. Das werde ich für immer in meinem Zimmer aufbewahren, als Andenken. Pass einfach auf, dass es nicht anfängt zu schimmeln. Ja, und jetzt kommt, ich will den Abflug sehen. Also, los geht's. Niklas, sind die Rentiere auch wirklich gut angespannt? Ja, Weihnachtsmann, ich hab's mehrmals überprüft und sie sind geputzt, wie auch gefüttert. Und die Geschenke haben wir alle eingeladen und keins vergessen. Das ist gut, dann steige ich mal ein. Was ist das denn? Habt ihr den Schlitter kleiner gebaut? Mensch, Nikolaus, du hast so viele Plätzchen gegessen. Du bist einfach zu dick. Was erlaubst du dir da, Christkind? Ich bin noch nicht dick. Lena, Mira, und jetzt kommt's, einsteigen. Was? Wir dürfen mitfliegen? Natürlich, sonst kommt ihr gar nicht mehr aus der Weihnachtswelt raus. Durch den Gang kommt man nur rein, aber nicht wieder raus. Oha, wie cool! Wir dürfen mit dem Nikolaus fliegen! Also, Rudolf, Donner, los geht's! Heia!
Also, tschüss Lena, tschüss Mira und bis nächstes Jahr. Tschüss Weihnachtsmann, tschüss Nikolaus und tschüss Rudolf, ich werde dich vermissen. Tschüss, es war schön bei dir. Ho, ho, ho! Der Nikolaus war da! Wir hoffen, dir hat die Nikolaus-Geschichte gefallen. Wenn ja, lass doch gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Nikolaus. Tschüss!